Nej, så ud af sin duk. Jetzt ruhig noch dem Motto, trinken hilft dran, jetzt schaffst. Erstmal ein kleines Frühstück. So. Nachdem jetzt viele Zuschauer den Wunsch geäußert haben, ich sollte mehr reden, dann werde ich das jetzt auch mal versuchen. Also, wir werden jetzt Gülle fahren. Wir haben John Deere 6145R. Und dem auch nur 12 Kubik Fass. Jetzt müssen wir noch Kugel schön schmieren. So. Schauen wir mal beim Fass. Also Zapfhelle wurde erst abgeschmiert. Da brauchen wir eigentlich nichts reintun. Hinten am Schieber noch. So. Sind wir eigentlich schon startbereit? So, zum Wegfahren einfach Gang nach vorne. Tür noch zu. So, dann müssen wir den Kraftheber noch in Höchststellung bringen. Mal. Passt. So, zunächst einmal Steuergerät 3 für den Stützfuß. Das sind die zwei. So, das ist die Nachlauflenkung, die hydraulische, die kommt auf Steuergerät Nummer 2.
Das ist der Schieber oben für den Deckel. Steuergerät 4. So, das ist der Schieber für hinten. Steuergerät 1. Das Ganze hängen wir jetzt noch hier hoch, damit nichts scheuert. So, zug mal noch raus. Unnötiges Gewicht. So, dann Fernbedienung für den Stützfuß. Passt. Verriegeln. So. Bremse können wir noch gleich reinmachen. Also das ist jetzt wahrscheinlich nicht die Reihenfolge, die man in der Fahrschule gelernt hat. So, Zapfwelle. Sitzt. Okay, die passt. So, dann brauchen wir noch Strom. Die Beleuchtung. Auch Kraft hier wieder in die Höhe. Passt. So, Schieberwaschsteuergerät 1, der bleibt. So, hier noch den Multifunktionshebel entsperren. Lenkachse war auf, Steuergerät 2. Also hier, okay. Ziemlich eng hier. Allrad. So, stellen wir uns gerne die Zapfwelle ein. Die Automatik passt. So, zum Befüllen nehme ich jetzt die 1000er her. Zapfwelle haben wir noch freigegeben. Das heißt, ich kann jetzt mit der Fernbedienung von hinten am Kotflügel die Zapfwelle an- und ausmachen. So. Na, reicht leider nicht. Ist ein bisschen zurückgefahren. Lenkachse wieder sperren. Ja.
So, Lüftung zu. Dann schiebe auf. Schiebe zu. Passt. So, Fass wird jetzt gefüllt. Telefon, Bluetooth. Das Blöde bei den John Deere Schlepper ist immer, dass alle Schlepper das gleiche, den gleichen Benutzernamen bei dem Bluetooth-Account haben. Jetzt ist es immer schwierig, gleich am ersten Mal das Ding zu treffen. Na, Glück gehabt. Anstellen, so Anwendungen, Gerätemanager, ist schon eingestellt. Also jetzt nehmen wir Zapfwelle hinten. Das braucht man eigentlich überhaupt nicht, bloß ich mache das aus Gewohnheit. Die Arbeitsdatenzähler A zurücksetzen. Und dann müssen wir, fällt mir gerade ein, doch auf Steuergerät einsetzen. Steuergerät 1. Okay. Speichern. Wahrscheinlich eine Überschwingbestellung. So. Also ich würde mich sehr über Feedback freuen, wie die Videos jetzt bei euch ankommen. Ich werde demnächst auch noch eine Maschinenvorstellung machen, je nachdem wie es mir zeitlich hinhält.